Hallo und ein herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier zu Super Mario Maker bei den Event Leveln. Weiter geht's im Text mit Togari 2006, heute war es Level 3. Ja, im letzten Part haben wir die anderen gemacht. Wenn der mir so weiter so scheiß Level gibt, dann kotze ich. Okay, Togari 2016, Wettbewerbslevel, dieses Level von Nintendo für Togari 2016, ein großes Videospiel-Event in Japan gebaut. Er wurde als dritte Runde in dem Finale Baumeisterkönig, Spielerkönig, Wettbewerbs verwendet. Der dritte Run. Ja, die Japaner, die gehen ab bis Schmitzkatz. Oh mein Gott, was soll es sein? Muss ich hier kaputt machen? Ich weiß es nicht. Doch, klar. Die müssen auf eine P-Switch fallen. Ha, Treffer und versenkt. Oh, nun? Kann ich die alle... ach, der geht das schwer. So ist das. Zack, 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 alle weg. Wow. Gut, das ist der nächste Yoshi. Brauche ich den eigentlich nicht? So, aha, okay. Okay. Ich brauche wieder Feuer, Feuerblumi. Was passiert, wenn ich da reingehe? Wow! Ja, aber wie kriege ich... Feuerblume kriege ich ja gar nicht mehr. Ah, okay. Oh, scheiße. Ich brauche den Hammer also. Den Hammer brauche ich, um die da oben zu zerstören. Zack! Und das reicht nicht, oder? Ah doch. Ja! Peng! Tschüss! P-Switch? Was macht der P... Ah, ist schon fertig. Wow, wir sind so gut! Hätte fast schon Speedrun sein können. Okay, das war aber schon... Da muss man drauf kommen. Da muss man echt drauf kommen, mit Yoshi zu arbeiten. Boah, 32 Sekunden hat es einer geschafft. Boah, ist auch nicht. So, Run Nummer 3 haben wir gepackt. Da kann man eigentlich nicht wirklich sterben. Ist eigentlich nur mehr zum Nachdenken. So, Togari 2016 Wettbewerbs Level 4. Dieses Level wurde von Nintendo für Togari 2016 ein großes Videospiel-Event. Er wurde für eine Drohne, den von alles Baumeister spielen können, verwendet. Zu überleben ist hier nicht schwer, aber Bestzeiten zu fördern eine eigene Technik. Genau, so ungefähr. Bestzeiten zu... ach, lol. Ist wahrscheinlich genau dafür gedacht. Für Speedrunner. Boah, ich schaffe nicht mehr den ersten Sprung. Was ist denn los? Lol. Boah, wie übel. Oh, Gottchen. Wie schlecht. Oh, oh. Natürlich. Ist dafür gedacht, dass man echt mit einem... Run durchgeht, willst du mich verarschen? Wenn man nicht springt, das ist natürlich auch heftig. Du drückst da springen und was macht der gar nichts. Och man. Natürlich muss ich runter. Och man. Wie heftig. Lol. Also einer, der wie so viel Skill hat wie ich, der schafft es gerne beim ersten Mal. Das war viel zu früh. Viel zu früh. Natürlich, weil man hier auch noch zu früh macht, schafft man es auch nicht. Lecco mio, wie kommt man auf sowas? Das ist ja schon Schwierigkeit, Stu. Ich spring halt nicht. Depp, Alter. So, manchmal denke ich, mein A-Knopf ist kaputt.
Einmal abwärts. So, jetzt haben wir die Blume. Was bringt die Blume? So. Was? Ich komme da nicht hoch. Mann, ich verzweifle hier. Ist das Gefühl. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Okay. Das haben wir schon mal gepackt. Und nu? Oh Gott. Das gibt's nicht. Okay, und nu? Ich hab Angst. Was? Oh, wie? Wie zum Teufel. Ah, fuck. Natürlich muss man da genau auf dem Block landen. Ey, das gibt's doch nicht. Ich bin noch an die Wand und wollte springen. Oh, das wird zum Verzweiflungslevel. Oh mein Gott, ich sehe schon kommen. Oh, Freunde. Wir hocken hier ein paar Stunden dran. Ah, geil. Ah, ich find's nicht witzig. Lach dich. Warum rutsche ich denn da runter, Mann? Spiel. Mobbt. Gerne. Ey. Ah, nein. Nun? Wie? Ich will da durch. Hä, wie? Komm ich da durch? Ich habe keine Ahnung, wie ich da durchkomme. Wie komme ich da durch? Ah, okay. Oh mein Gott. Trampoline. Das hört ja gar nicht mehr auf. Lol. Lol. Wie gemein. Alter Schwede. Oh, gibt's doch nicht. Ich flieg gleich aus. So. Kann mich nichts aus. Kann ich ausflippen. Ich kann mich immer so drehen. Komme ich da irgendwann ans Ziel? Oh, Gott sei Dank. Gib mir einen Checkpoint. Was? Abwärts. Voll die Verarsche. Ja, ein voll verarscht. Für Speedrun ist es voll für den Arsch gewesen dann. Dem Arsch rechtzeitig zu bremsen. Ah, okay. Oh Mann, wie nervig. Zack, 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 zack. Abwärts wieder. Du hast voll ausgebremst. Dip, dip, dip. So, wir müssen auf und da. Von? Was? Natürlich! Soll ich wissen, wo es lang geht? Bis die Kamera da oben ist, ist alles vorbei. Och man, das Spiel verarscht mich einfach. Hör, warum komm ich da raus? Ich komme gar nicht raus. Ja. Oh Gott! Springen ist für die Katz. Natürlich nicht. Ach, warum? Ach, nee. Ach, ich wollte eigentlich gar nicht rein, aber ist okay. Ist okay. Warum ging er jetzt nicht nach rechts? Er ist mit stehen geblieben. Wieder. Voll für den Arsch. Meine Fresse. Oh, nee.
Gibt's da noch ein scheiß Springdings? Springdings! Jetzt müsst ihr vorstellen, da kommen noch eine Schildkröte, die da, ein Panzer, da rein. Okay, Boss. Lass mich veräppeln. Was machen die hier? Ich sterb lieber. Es ist viel schöner. Ich springe allem vorbei und... Oh Mann. Erstmal Pilz. Ja genau. Erstmal wieder in die Flamme rein. Alter! So viele Pfeile, genau, würde ich schon sagen. Warum so viel? Warum mal kurz. Der letzte Pilz! Warum kommen wir auf einmal so viele Flammen wieder? Hilfe! Ich werde hier vergewaltigt! Hilfe! Stirb, Bowser! Bowser, stirb! Natürlich, wie willst du da ausweichen bei so vielen Flammen? Oh, einer ist weg, ich bin ja... Natürlich! Na, stirb doch endlich, komm, geht doch. Und der ist auch down. So, und fertig. Oh mein Gott. Hat echt 10 Minuten für den Level gebraucht. Was? Meine Fresse. Hart, hart. Echt hart. Ja, 8 Minuten. Okay, knapp 8 Minuten. Krass, hey. Übel, übel. So, aber ich gehe weiter. Ich wähle dich. In diesem Level kannst du den Beginn der Reise des Pokémon-Trainers nachspielen. Von der Wahl des Pokémon-Trainers Professor Eichlauber bis hin zur ersten Arena. Stieß den Level ab, um den Apart-Pokémon für den Pilz zu heilen. Spiel den Level ein paar Mal und schnapp sie dir alle. Bidasam, Glumanda, Shigi. Müsst ihr das jetzt dreimal spielen? Dass ich hier hinkrieg? Ich will dich! Professor Eich. Hallo Professor Eich. Ich wünsche mir ein Pokémon. Wir fangen mit... Ich glaube, Bidasam war links, ja. Müsste Bidasam sein. Nein, Glumanda ist links, stimmt. Dann kommt Shigi und Bidasam ist rechts. Ich wähle dich, Glumanda. Und mach keiner kein Feuersbein? Keiner kein Glut? Keiner nur Kratzer am Anfang? Oh shit, wow. Ja, genau, genau. Ich bring genau in die Flammen rein. Zack. Oh, das gibt's doch nicht, Mann. Wie kann man so viel Pech haben? Na komm. Ich wähle dich, Glumanda, das nix kann. Außer Kratzer. Und Chica kann keine Aquaklare oder was? Was? Kann doch nicht wahr sein. Für alle Pokémon-Trainer ist das der Highlight. Der Highlight. Oh, so Pokémon-Sonne und Mond wird ziemlich funny. Krieg ich mal einen Sprung auf den drauf. Ich fass es nicht. Schlecht bin ich. Na, kommt nochmal. Oh. Also, so tollpatschig ist es ja echt der Hammer. Also das müsst ihr mir zugeben, oder? Das müsst ihr echt mal zugeben. Das ist ja richtig tollpatschig. Denkt an nichts Böses. Oh, da kommt ja noch ein langer Dinger. Wo einen töten kann. Natürlich. Ich glaube, hier ist doch kein Mensch gestorben, außer ich. So schlecht bin. Mann, ey. Spiel ist Mobbing. Pure Mobbing. Mann. So. Zack, 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 zack. Mach die kaputt. So. Und er kommt doch mal. Da gibt's nochmal Pilz. Okay. Gehen wir einfach hier durch. Ah, da kommen dann alle drei, hä?
Da gibt's drei Türen, da müssen alle drei da kommen. So, zack. Okay. Das wollte ich eigentlich nicht. Wow. Wow, das war aber... haarscharf. So, durch. Pokémon Arena. Arena. Ja, wie komme ich da hoch? Gar nicht. Okay. Ja, wir haben den ersten Horn. Kriege ich jetzt für jeden ein Dings, oder? Das müssen wir jetzt gleich gucken. So, Glumanda. Neue Figur. Zack, wir werden jetzt nochmal spielen. Gucken, ob wir auch Shigi und so erhalten. Zack, geschafft. Nochmal, bitte. Bitte, ich möchte Shigi nehmen. Shigi. Was war euer Lieblingsstarter-Pokémon? Also ich fand... ja, Bisasam eigentlich am schwächsten. Ich fand am uncoolsten irgendwie. Fand früher Shigi ziemlich geil. Aber jetzt ist irgendwie Glumanda... ist Turtok Glurak. Aber Bisaflor hat er echt mit seiner Spezialfähigkeit echt übelst den Vorteil. Also ist schon... echt für richtige Spiele. Echt nice. Dieser Floor, deswegen, naja. Alles so seine Vor- und Nachteile, würde ich mal sagen. Und ich komme wahrscheinlich ja hier aus. Okay, wow. Bin ja fasziniert. Oh, warum springst du nicht? Mann. Warum? Immer springen möchte. Warum gibt es so Momente, das hatte ich auch schon bei Minecraft und weiß ich wo, du springst, aber er springt nicht. Die Reaktion ist einfach nicht da. Von dem, also die Verbindung in dem Sinn. Warum klappt das meistens nicht? Ich verstehe das nicht. Das sind Momente, da könntest du alles töten, was geht. Ja, genau. Oh, das gibt's nicht. Du könntest alles umbringen, da schaffst du jeden Sprung. So, hier, jetzt guck mal wieder nicht. Wieder nicht. Zweimal hintereinander springe ich. Er springt nicht. Zack. Genau drauf. Und rein da. So. Ich will halt hier mich nicht lang aufhalten, weil das ist ja alles dasselbe. Das Schlimme ist halt, die können mich halt wirklich runter springen lassen. So. Mann, runterschubsen, runterspringen lassen. Genau. Zack. Wir haben es mit Shigi geschafft, den ersten Horn. Der erste Horn schafft man aber erst mit Shigi und Bisasam. Glumanda schafft es nicht. Kleinstein, Onyx gegen Rockwell, das schafft Glumanda nicht. So, kriegen wir ein weiteres auch? Nein. Doch, man kriegt sie, alle drei. Okay, dann werden wir jetzt noch schnell Bisasam machen. Bisasam, Bisasam. Zack. Und noch ein drittes Mal rein. Ja, ich wähle dich, Bisasam. Du bist dran. Zack. Und Nummer 3. Bisa, Bisa, Bisasam. Nicht ganz, aber... oh, Schluck auf. Ich habe einen Schluck auf. Was ist los? Bisa, Bisasam. Ranken überall rein. Ranken. Wieso tun sie das? Überall ranken. Hilfe. 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 Ich habe Angst. Was? Was? Wie? Warum? Noch mehr ranken. What? So. Boah, übel. Ein Pilz für mich. Für Bisa, Bisa, Bisasam. Ganz viele Ranken, Alter. Ich will hier raus. So. Hier bin ich. Guck mal. Wisst ihr, wo ich bin? Hier. Wo wir die ganze Zeit waren. Schon oft. Zum dritten Mal sind wir hier. Wow. Nein. Nicht runter. Nicht runter. So. Jetzt kann ich nicht mehr sterben. Meine Güte. So, dann haben wir Bisasam auch noch geholt. Ja. Didi 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 didi.
Glückwunsch, Spielsam entwickelt sich. Level beendet. Zack, und Bisasam, alle drei. Jetzt hat sich die Lücke auch geschlossen. Okay, meine lieben Freunde, würde ich aber sagen, das war's mit dem Part für heute. Nächsten Part haben wir noch ein paar Event-Level und die werden wir dann auch tun. Ich hoffe, euch hat's gefallen und bis zum nächsten Part. Ciao. Yeah.